Sottle, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Nauten, zu einer neuen Folge Minecraft Strand Tutorial. Heute möchte ich dir zeigen, wie wir dieses schicke Beachvolleyballfeld hier bauen. Und ich würde sagen, wir fangen damit mal direkt an. Für das Beachvolleyballfeld brauchen wir eigentlich nicht viel. Klar, Sand ist hier schon vertreten am Strand, beziehungsweise jetzt in diesem Wüstenabschnitt. Wir brauchen Spinnennetze, wieder unsere Kaninchen, Leinen, Birkenholzzäune und weiße Wolle. Das ist eigentlich schon alles. Dann können wir jetzt hier, wenn wir einfach mal hingehen und sagen, wir machen das jetzt genauso groß wie hier und sagen dann, das ist die Grundlinie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und der 11. wird dann unser weißer Rand. So, dann können wir das hier natürlich alles weiß mit Wolle machen. Du kannst das natürlich auch in den Farben machen, wie du möchtest. Egal ob rosa, lila, blau, grün oder sonst was. Und gehen auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hoch. Der 11. wird wieder unsere Querverbindung hier gleich. Die brauchen wir. Die müssen wir dann zum Schluss machen. Machen das hier wieder weiß. Hups. Natürlich. Habe ich zu viel gedreht. Ululu. So, jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der 11. wird wieder hier. Hier genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. wird unser Rand. Und jetzt können wir das hier eigentlich schon komplett durchmachen. Und dann ausfüllen. Geht der ratzfatz hier. Und dann haben wir auch schon das Spielfeld umrandet von unserem Beachvolleyballplatz. So, hier auch. Jetzt brauchen wir die Querlinie noch. Die geht auch ratzfatz. Die war, Moment. Müssen wir gucken. Die war hier, ne? Wir machen die jetzt einfach hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nein, war sie nämlich nicht. Guck, 10. Das heißt, hier war sie. Also hier wieder Sand rein. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Am besten vorher direkt markieren, dass man hier nicht durcheinander kommt. So, hier nochmal durch. Uppdiwupp. Und jetzt haben wir schon unsere Spielplatzmarkierung, wie man sieht. Als nächstes müssen wir die Pfosten für das Netz aufstellen. Das machen wir folgendermaßen. Dazu nehmen wir wieder einfach Zäune hier. Kannst du nehmen, wie du möchtest. Birkenholzzäune habe ich jetzt hier genommen. Ich gehe hier 3 hoch. 4 finde ich schon zu hoch. Aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Du kannst auch noch einen drauf machen, aber schau mal, 4 wären schon ein bisschen zu hoch, finde ich. Also bleiben wir hier bei 3. Jetzt nehmen wir Spinnennetze hier für das Netz. Du kannst wahlweise auch, wo ist es? Gitterzaun hier, Gitterzäune nehmen. Eisengitter habe ich mal mit ausgetestet. Ich persönlich finde die jetzt nicht so schön, deswegen bin ich bei den Spinnennetzen geblieben. Aber du kannst auch Gitterzäune nehmen, denn man sieht, das gibt hier so eine schöne Struktur, sieht auch aus wie ein Netz. Also wahlweise auch Gitterzäune nehmen. Aber wir nehmen jetzt hier Netze. So, hauen wir unser schönes Volleyballnetz hier rein. Einmal komplett. Siehst du es bis hierhin super, super easy, oder? Und jetzt haben wir schon auch unser Netz aufgestellt. Aber ein wichtiges Detail fehlt hier noch. Und zwar kannst du dich bestimmt daran erinnern oder erinnerst du dich, vielleicht machst du es ja gerade in der Schule, wenn man Volleyball spielt und dann in der Sporthalle diese Pfosten hier in den Parkettboden steckt, dann gehören hier natürlich auch immer noch so Seile dran, an denen man zieht, um das Netz richtig zu spannen, damit es nicht durchhängt. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir gehen vom Pfosten aus rechts daneben 1, 2, 3. Ja, gehen wir mal 4 weit und dann sagen wir hierhin 1 nach vorne, 2 tief und hier hinter 2 tief jeweils. Setzen da unten wieder unsere Kaninchen rein. Geht natürlich wahlweise auch wieder mit Schweinen und sonst was, aber die machen auch wieder Krach, deswegen Kaninchen. Wieder eine Leine, genauso wie gestern bei der Hängematte. Einmal hier dran, danke. Willst du auch da rein? Einmal hier, einmal dran. Danke, jetzt haben wir hier die Leinen gespannt, an denen wir ziehen, um das Netz zu spannen. Aber hier jetzt bitte aufpassen, da das Ganze Sand ist. Wenn es kein Sand ist, ist es natürlich kein Problem. Nehmen wir hier jetzt mal Birkenholz. Denn wir können keinen Sand nehmen. Der fällt ja nach unten und dann würden wir unsere armen Kaninchen erschlagen. Das wollen wir natürlich nicht. Auf der anderen Seite nochmal 1, 2, 3, 4. Einmal hier, 2 tief. Kaninchen, Kaninchen. Leine. 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 Unsere unfreiwilligen Helfer hier, die wir mal zwangsverpflichtet haben, wieder verstecken.
Und schon sind auch die Leinen fertig. Und somit haben wir schon unser super geniales Beachvolleyballfeld für unsere Strandplaylist. Genial, oder? Wenn du noch andere Ideen hast, hau sie in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. So, dass wir das auch noch dazu bauen können zur Strandplayliste. Und darfst natürlich gerne einen Daumen hoch da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, gratis Edenaut werden. Und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Tutorial-Video wieder zu unserer Strandplaylist. In diesem Sinne, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.